erster Gesamtsieg eines japanischen Automobilherstellers in der VLN-Langstreckenmeisterschaft am Nürburgring. Dominik und Mario Farnbacher gewinnen auf einem Lexus RCF GT-Prototyp den 9. Lauf der Nordschleifen-Rennserie. Das Wetter und die damit verbundene Reifenwahl bestimmten von Beginn an den Rennsamstag. Die Pole-Sitter von Fricadelli Racing entschieden sich bereits am Ende der Einführungsrunde zu einem Reifenwechsel. Enge Kämpfe an der Spitze beim Start. Conor De Filippi im Land Audi R8 ließ nach den ersten Kurven Uwe Alsen im Haribo Mercedes und Hubert Haupt im Black Falcon AMG GT3 hinter sich. Turbulent der weitere Verlauf des Rennens. Die wechselhaften Wetter- und Streckenbedingungen sorgten für Ausritte und Unfälle. Für viele favorisierte Teams schon ein frühes Aus im Kampf um den Tagessieg. Mehrfach wechselte die Führung. Stark unterwegs bei seinem ersten Nordschleifenrennen überhaupt, der Lexus RCF GT-Prototyp. Vor allem in der zweiten Rennhälfte kontrollierte die Farnbacher Mannschaft das Rennen. Nach 28 Runden überquerte der japanische GT auf Platz 1 die Ziellinie. Debütsieg. Den zweiten Platz holte sich Rover Racing mit einem BMW M6 GT3 vor dem Audi R8 LMS von Land Motorsport.